So, und damit herzlich willkommen zu Alice Madness Returns. Und ja, es geht weiter hier im Tal der Tränen. Und es hat sehr lange gedauert, ehe ich wieder eine neue Folge hier rausbringe. Das liegt daran, dass ich das letzte Mal aufgenommen hatte und mir dann OBS gesagt hat, nee, ich habe doch nicht aufgenommen. Und ja, lange Geschichte, kurzer Sinn. Ich habe mir jetzt einen zweiten Account erstellen dürfen. Genau. Wo ich jetzt bis zu dem Zeitpunkt hier spielen musste, nochmal neu, um hier weiter aufnehmen zu können. Weil ich immer von Speicherpunkt zu Speicherpunkt quasi renne. Ah. Muss ganz kurz, wirklich ganz kurz nochmal die Audio hier ein bisschen machen. Dankeschön. Ja, wesentlich angenehmer. Okay. Da ist gerade noch eins runtergefallen, alles klar. Auch, auch, geh weg. Och nö, ihr seid doch doof. Wie viel soll denn hier noch kommen? Schraubellen, Verfall. Wollt ihr alle von mir? Stimmt, da unten war noch ein. Ach, wir springen runter. Da. Spitze die Ohren, um die Schnauze zu hören. Alles klar. Erstmal sammeln wir hier alles ein, was wir kriegen können. Wir brauchen jeden Zahn, jede Blume. Weil ich brauche die Zähne, ich möchte meine Waffen upgraden. Auch wenn das erst noch kommt. Ich hab schon gespoilert. Oh nein! Böses Ich. Ich fühle mich gerade geschlagen. Gerade so, gerade so. Da ist auch die Schnauze. Als ob ich dafür die Ohren spitzen müsste. Jetzt hört man das Grunzen auch halbwegs. Also es ist halt wirklich so, dass das Game ein paar Bugs und so teilweise manchmal hat. Ich hoffe, wir erleben diese so gut wie nie. Aber mal sehen, mal sehen. Wir sind ja noch ganz am Anfang hier. Das wird schon noch lustig. Da ist wieder eine Erinnerung und diesmal ist es eine Feder. Suppe aufessen, Mädchen. Denkt an die Kälbchen, die dafür gestorben sind. Hey, das erklärt hier die Schildkröte. Ist die falsche Schildkröte auf See geblieben? Okay. Ich glaube, die Schildkröten nennen sich Superrisse. Oder das ist der Superrisse. Es gibt, glaube ich, sogar nur einen, der sehr wichtig ist. Und das ist so ein bisschen die Anspielung darauf mit der Suppe. Und da es ja eine Schildkröte und auch eine Kuh ist, kann man das auch mit Kälbchen so sagen. Könnte man fast den Panzer der Schildkröte als Suppenschüssel nehmen. Oh nein, nein, nein. Ah, gleitender Verfall. Ach, wenn es nicht, als ob es nichts Schöneres gäbe. Oh, schnuckelig. Und sehr schnell zu töten. So, dann wollen wir weiter. Oh, der hat sich in der. Der hat sich da drin versteckt, die Socke. Los, komm. Spring runter. Spring runter. Los, schade. Ich dachte, der könnte mal runterfallen oder so. Das wäre lustig gewesen. Oh oh. Ich glaube, wir haben was falsch gemacht. Warum zerfällt hier alles? Oh, Pilz. Hui. Blub. Noch einer. Hui. Und noch mehr Verfall. Als ob es auch nichts anderes gäbe. Wirklich. Überall nur Verfall, Verfall,
Schraubellen, Frafall, Schraubellen. Blümchen. Und Zähnchen. Anstrengend. Ob es nur die zwei Verfallarten gibt? Können wir fast nicht vorstellen, aber wir werden sehen, denke ich. Wir werden sehen. Frage ist, möchte ich die anderen Arten kennenlernen oder nicht? Oh, eine Bambi-Brille. Per Eisenbahn quer durchs Wunderland klingt reizvoll, aber auch ineffizient. Eher nach Schneckenexpress als nach Dampfrost. Wäre besser, diesen Zug zu vergessen. Ein Schildkrötensuppe-Riche als Lokführer? Oh nein, das passt nicht. Und da haben wir auch den Schildkrötensuppe-Riche. Ja, ist deine Suppe, Alice, und so. Ach komm schon, es war alles so schön bis hierhin. Wir hatten so viel Spaß, bunte Blümchen. Oh, das wäre das Kind. Wer bist du? Wer bist du? Bleib stehen! Ich will deinen Namen wissen. Dein Alter. Und da war ein Lag, das am Spiel lag. Nicht an der Aufnahme. Los, stirb! Stirb! Was? Ach, kommt schon! Ist das euer Ernst? Ist das euer Ernst? Vor nicht mal 5 Minuten habe ich genau dasselbe gemeint. Nur Müll hier. Könnte mal einer nach den anderen, Leute. Bitte! Komm schon. Ach. Na komm, her. Ernsthaft. Da ist die Schraubelle direkt vor mir. Na gut. Hola Jan. Lies diese Zeilen, als hinge dein Leben davon ab. Das tut es nämlich. Sammle diese weißen Beißer, um deine Begegnung mit dem Weißbärtigen hinauszuschieben, den Weihnachtsmann. Meine Freunde können Hauerchen gut gebrauchen und du erweist... Erweiterst deine Waffenmöglichkeiten. Okay. Na, die Wahl fällt mir einfach. Wurpelklinge! Juhu! Okay, das ist auch einer so dieser Bugs, die Karten rutschen nach unten. Aber egal. Und ich habe immer noch eine Schraubelle direkt vor mir. Könnte das bitte jemand einer ändern? Der Hutmacher verabscheut mechanische Fehlfunktionen. Dieses Desaster ist entweder sein Werk oder sein Untergang. Okay, da fiel der Hutmacher und... Wo ist die Schraubelle hin? Ich bin mich gemobbt. Die verschwinden alle von mir. Oh, eine Flasche. Das sind auch die letzten Zähne, die ich brauche. Die sind mir gerade umso wichtiger geworden. So. Den hätten wir eigentlich schaffen können. Aber ich wollte nicht. Na komm schon, Pilz. Hi! So. Nächster Pilz. Alles geht den Bach runter, ey. Ich glaub's ja wohl nicht. Alles wackelt. Da war das Kind. Ach. Das soll herkommen. Auf den Meter ran. Und dann sieht das ganz anders aus. Ich hab ein Messer und du nicht. Und da ist wieder Verfall. Der ist aber auch clean, ey. Das ist ja fies. Oh oh. Lauf. Renn. Irgendwas. Okay. Okay, lauf schneller, bitte. Ui, eine Rutsche. Okay. Tee kann? Geht es jetzt zur Tea Party? Zu einer kaputten Tea Party? Verrückten? Tee? Lol. Geschirrer! Irres Geschirr rennt hier rum. Juhu! Ach komm, du kannst nichts. Du kannst nichts. Kannst halt immer noch nichts. Oh, hast einen Ausweichtrick gelernt. Der war aber schön. Oh, schnuckelig.
Kann ich auch. Nur mit Schmetterlingen. Na toll, jetzt hat er auch noch eine Untertasse. Spielen wir UFO? Oh, Alice kann feindliche Attacken ausweichen. Okay. Wussten wir das nicht schon? Okay, nur im richtigen Zeitmoment und dann klappt das. Ach komm schon. Au. Das kam mir so einfach vor. Ja. Aber die Kampfmusik ist noch nicht vorbei. Hallo? Ich schlag doch! Auf ihn! Runter mit dem Geschirr! Und da habe ich... Ich habe gerade wieder einen Bug gefunden. Guckt mal unten rechts. Der Zeiger hängt. Ey, das ist jetzt nicht euer Ernst. Ich war doch... Ich... Au. Ich bin doch ausgewichen. Was wollt ihr von mir? Leute, den haben wir eiskalt geköpft. Hä, ich bin ausgewichen. Ey, das ist so unfair, die backen sich hier durch. Der Mauszeiger hängt da unten in der Ecke. Ah, zu göttlich. Oh, Blübchen. Genau so einen habe ich gerade dringend nötig. Juhu. Zähnchen. Und noch eine. Und hui. Okay, was haben wir denn hier mit? Ist das einer von denen? Ja, scheint so die Uhr. Der hat auch so eine Uhr um. Wow. Was habt ihr hier veranstaltet, Jungs? Wenn ihr männlich seid. Aber ihr seid ja irre. Also irre. Oh, Hutmacher in die Richtung. Okay. Ich denke mal, sie sind männlich. So, weiter geht's. Ich springe gerade. Verirrt und keinen Schimmer hin. Versuche es mit Schrumpfen. Wenn du Pfeilchen siehst, ist man geschrumpft, wird der Schrumpfsinn verborgene Pfade und Hinweise enthüllen. Oh, okay, okay, okay. Das heißt, wir sind klug. Einfach nur cool. Wenn wir geschrumpft sind. Und ich höre Feinde. Und das mag ich. So. Ja, alles klar. Okay. Coole Steine. Ich kann durch sie hindurchlaufen. Ohne geschrumpft zu sein. Tasche! Genial. Ein großer Raum für eine Flasche. Hutmacher tot. Okay, okay, okay. So, haben wir noch was? Nö. Auf geht's. Da ist das Kind wieder. Und woran hat sich das gerade langgehangelt? Da war wirklich gar nichts. Oh, und wieder eine Flasche. Ach, die kennen wir, die Flasche. Genau so könnte es passiert sein, Alice. Kannst du dich noch an den armen Mr. Cook erinnern? Ist gestorben, nicht wahr? Dr. Wilson schließt Selbstentzündung aus. Aber ich vertraue Mr. Dickens. Okay, wie viele Mister haben wir jetzt? Wow. Wow. Never. Da wohnt nicht der Hutmacher, oder? Das wäre zu cool. Warte. Alter, wie krank. Wie krass. Wie krass ist das denn bitte? Sofort, ich bin noch schnell. Wie geil ist das denn bitte? Oh Gott, da will ich hin. Doch, da will ich definitiv hin. Der Teepot und die Zahnräder und... Genial. Okay, wie... Muss ich tröten? Muss ich tröten?
Okay, ich fühle mich hier nicht gerade sicher. Okay, Seilbahn holen, das mache ich gerne. Okay, hier ist alles ziemlich alt, rostig und wow. Also die Alice muss eine gute Lunge haben, vor allem große. Herr der Industrie. Okay, der Hutmacher hat eine Industrie, alles klar. Auf! Mit Gebrüll! Hutmachers Domäne! Die Domäne des Hutmachers. Fast so erinnere ich sie. Äußerlichkeiten, wie du bestens weißt, können täuschen, Alice. Seit deinem letzten Besuch hat sich vieles verändert. Dr. Bambi sagt, Veränderung sei konstruktiv und anders sei gut. Anders an sich ist weder gut noch schlecht. Ganz sicher bedeutet es nicht dasselbe. Finde den Hutmacher, Alice. Er weiß mehr über anders als du. Aber weiß er auch mehr über den Unterschied zwischen gut und böse? Machst du dir Freunde, Alice? Du bist so zufällig todbringend und gänzlich verwirrt wie immer. Ich bin bis jetzt auch ohne dich zurechtgekommen, Katze. Troll dich in deine armselige Hütte. Ich rufe dich, falls ich dich brauche. Unüberlegt wie üblich. Es geht nicht um falls, es geht um wann. Und nun halte ein und den Mund, wie man so sagt. Typisch. Wow, habt ihr gerade den Dodo gesehen? Wenn nicht, schwund immer zurück. Da war gerade ein nackter, also gerupfter Dodo. Ich hatte schon elegantere Auftritte. Ich kann von Glück reden, dass noch alle Knochen heil sind. Ein gerupfter Dodo fliegt da einfach lang. Wie geil. Oh Gott, manche Luftströme müssen durch Ventile aktiviert werden, okay. Auf dem Luftstrom kannst du Alice drehen. Durch Leertaste zum Verlassen des Luftstroms oder beweg dich einfach aus ihm heraus. Okay, das ist gut zu wissen. Wir haben ein neues Kleid. Wir haben ein neues Kleid. Und ich habe eine Schnauze. Und wir haben ein Lederkleid. Also eigentlich ein Stoffkleid mit Lederschärpe und wow. Wie cool. Okay, aber die Hutmacher-Domäne schauen wir uns das nächste Mal genauer an. Weil ich weiß, dass der nächste Speicherpunkt mindestens eine gefühlte halbe Stunde entfernt sein wird. Ja, die Speicherpunktjagd geht los. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Alice Madness Returns. Ciao, ciao.